Osttiroler Produkte in den Regalen von Osttiroler Geschäften, was gerade für kleine Erzeuger keine Selbstverständlichkeit ist, wird mit dem Projekt Heimvorteil möglich. Bessere Sichtbarkeit, gemeinsam organisierter Transport, Vernetzung, aber auch die Information der Bevölkerung. Für die Mitglieder des Zusammenschlusses zeigen sich schon jetzt viele Vorteile. Der Zweck vom Projekt Heimvorteil ist die Förderung und die Wahrung der heimischen Nahversorgung. Wir haben in den letzten 20 Jahren mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Also die Zahl der selbstständigen Händler ist um ein Viertel zurückgegangen. Und wir werden jetzt wieder in einer gemeinsamen Initiative heimische Produkte in die heimischen Regale bringen. Inzwischen sind 15 selbstständige Lebensmittelhändler dabei und versuchen mit Engagement die heimischen Produkte in den Geschäften zu verkaufen. Indem wir einfach junge Leute von Osttirol fördern, die was neue Ideen haben. Es wird wieder Polenta angebaut, Erdbeerfelder werden wieder angebaut und indem dass wir mehrere Geschäfte sein, Einzelhändler, können wir gleich größere Mengen abnehmen. Und so haben sie die Chance, in Osttirol die Produkte zu verkaufen. Sie würden in großen Ketten oder sowas würden sie nicht reinkommen, weil sie zu klein sind oder so. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir regionale Produkte dort vertreiben können. Die sozialen Strukturen werden insofern gestärkt, dass an dem Projekt 15 Händler dabei sein, an die 30 Hersteller, die interagieren, die auch vernetzt werden, die logistischen Geschichten miteinander regeln. Außerdem planen wir ein Kabarettprogramm, was zum Thema Kultur, glaube ich, gut passt. Da soll das Feinrieb-Ensemble die Situation der Nahversorgung auf witzige Art darstellen. Wir planen mit Mitte März nächsten Jahres die Uraufführung. Indem dass wir die Händler bündeln, das heißt, zuerst sind uns die Händler alle einzeln angefahren. Mittlerweile haben wir 30 Händler, das sind jedes Mal 30 Fahrten. So probieren wir das irgendwie zu bündeln, dass man nimmt, dass nicht jeder einzelne Händler zu uns direkt beliefert, sondern dass sie zusammen Synergien binden, dass der eine das noch hinführt und dafür nimmt das andere Produkt in die andere Region mit und dadurch sparen sich viele Kilometer. Das ist der Tiroler Regionalitätspreisträger 2018 in der Kategorie Dienstleister Handel.